Hey Freunde, damit herzlich willkommen bei eurem Tjulfa und herzlich willkommen zu Don't Scream. Ein Spiel, in dem man nicht schreien darf. Wenn man hier schreit, stirbt man und muss von vorne anfangen. Witzigerweise ist es natürlich auch gleichzeitig ein Horrorgame, sonst müsste man ja nicht schreien. Und ihr seht hier schon den Ausschlag hier im Bild. Wir sind gerade im Hauptmenü. Ich habe jetzt schon alles eingestellt eigentlich. Und sollte ich zu laut reden, ihr seht, wenn der Bildschirm so rot blinkt, oder wenn ich natürlich einen Jumpscare bekomme, dann, ja, ist Game Over, Freunde. Deswegen, wundert euch nicht, ich mach's noch, glaube ich, ein, zwei Stufen runter. Wundert euch nicht, wenn ich nicht so laut rede wie sonst. Wir müssen uns ein bisschen bedeckt halten. Wenn man genau weiß, wo man hinläuft, dauert das Game angeblich nur 18 Minuten. Ich glaube kaum, dass wir es in 18 Minuten schaffen. Aber wir schauen mal. Und hier oben ist noch, ja, ein Haken an der Sache. Die Zeit im Spiel läuft nur, wenn wir uns bewegen. Ja, das heißt, man kann nicht irgendwo rumstehen und hoffen, dass die Zeit vergeht. Man muss sich bewegen. Und die Jumpscares in dem Game hier sind wohl übel. Aber wir finden es jetzt zusammen raus, Freunde. Wir drücken Play und wir gehen rein in Don't Scream. Don't Scream. 18 Minuten. Ist das jetzt hier der Countdown, oder was? Okay. Was ist, wenn das Ding... Hä? Was ist das für ein... Mein Mikrofon ist doch an. Ich hab doch den Mikrofonausschlag unten. Moment mal. Ah, okay. Jetzt ist das Symbol weg. Aber ihr seht, Mikrofon funktioniert. Okay, wir sind irgendwo im Wald. Irgendwo... Oh, was steht hier? Minimark Homestead Farm. Homestead bedeutet ja quasi zu Hause. Okay, hier liegt ein... Oh! Was? Habe ich... Ich hab doch gar nicht geschrien! Okay, ich muss mein Mikrofon ein bisschen anders einstellen. Also ich habe das jetzt noch ein paar Prozentpunkte runtergestellt, ihr seht es. Damit ich nicht, wenn ich O mache, wenn ich was sehe, ich schon drauf gehe. Das ist ja dann, das ist dann doch nicht Sinn der Sache, Freunde. Wir sollen zwar nicht schreien, aber ich glaube, normale Reaktionen sind schon erlaubt. Ja, so kann ich wenigstens halbwegs normal reden. Okay, hier ist irgendwie ein Rucksack. Und hier ist... Hier wurde irgendwer an einen Baum mit einem Messer. Oh, die hat sich bewegt. Ich dachte, ich habe sie bewegt, weil ich sie berührt habe. Okay. Was ist das hier? Irgendwelche, ich mache das Game mal ein bisschen lauter bei mir. Irgendwelche Rohre oder so. Und hier, oh, gab es hier einen Flugzeugabsturz oder sowas? Das sieht mir aus wie Sitze aus einem Flugzeug. Ja, da hinten. Oh, ich glaube, hier ist ein Flugzeug abgestürzt, Freunde. Das sieht gar nicht gut aus. Okay. Sieht aber schon aus, als wäre es länger her, ne? Ich meine, die Trümmer liegen zwar hier, aber kein Rauch, kein Feuer. Aber ist das Ziel vom Spiel, müssen wir irgendwas Besonderes erreichen? Oder ist das Ziel wirklich nur halt... 18 Minuten lang einfach nicht zu schreien. Ich meine, im Endeffekt... Ich meine, okay, die Zeit läuft jetzt nur, wenn ich mich bewege. Ne? Wenn ich jetzt still stehen bleibe, bleibt der Countdown stehen. Also wir müssen die ganze Zeit irgendwo hinlaufen. Aber ich könnte ja auch als vor- und zurücklaufen im Endeffekt. Also ich weiß nicht, ob man irgendwas... Oh, da oben hängt jemand. Warte, kann ich da hin? Kann ich hier durchlaufen? Ja. Okay. Oh... Es sind mehrere Leute, die da hängen. Irgendwer hat ja an den Überresten vom Flugzeug Menschen aufgehangen. Ungut. Definitiv ungut. Aber was macht ein Snackautomat oder ein Getränkeautomat hier? What the hell? War der auch im Flugzeug? Oder ist er so random vom Himmel gefallen? Keine Ahnung. Jo, ja, ist auf jeden Fall, das Flugzeug hat es komplett zerledert. Dem Flugzeug geht es auf jeden Fall gar nicht gut. Aber es... Was war das? Auch klingt wie eine Funkanlage oder so. Aber ja, wie schon erwähnt, der Absturz ist garantiert länger her, so wie es aussieht. Also der ist jetzt nicht gerade eben passiert. Ich glaube, ich höre ein Funkgerät hier vorne. Da leuchtet auch irgendwas. Oder was soll das sein? Ist das hier vorne vielleicht die Pilotenkabine?
irgendwas? Warte, wir gehen mal gucken. Oh. Was ist jetzt los? Warte, ich geh mal hier gucken kurz. Was ist das? Ich höre nichts. Das ist ein Audiotape, wo irgendwas aufgenommen wurde. Ist das vom Absturz? Oh, ich glaube, das ist die Aufnahme vom Absturz, ja. Boah. Hat das nicht gezählt? Mein Mikrofon ist nicht richtig eingestellt. Alter, das hat aber definitiv... Warte mal, wenn ich schreie... Ah! Ja, okay. Junge, was war das für ein Jumpscare? Okay, wir lassen den ersten Jumpscare jetzt mal so. Ich habe es wieder ein paar Prozent hochgemacht. Also man muss hier scheinbar wirklich die richtige Einstellung finden, damit es auch wirklich triggert, wenn man schreit. Dass es nicht triggert, wenn man nicht schreit. Aber das war gerade eigentlich definitiv ein Schrei, Freunde. Aber wir spielen erstmal weiter. Ich glaube nämlich kaum, dass das der letzte Jumpscare war. Was war das gerade für eine Sirene, die wir gehört haben? Die hat aufgehört jetzt. Okay, ich laufe hier einfach mal in den Wald rein. Oh, guck mal. Für Dumme ist extra ein Pfeil hier. Sehr gut. Okay. Wir folgen einfach mal den Pfeilen. Ich muss jetzt natürlich noch ein bisschen vorsichtiger reden. Ich glaube, wenn ich jetzt ein bisschen zu laut rede, dann löst das Ding wirklich aus. Oh, da leuchtet irgendwas. Warte mal, sieht das? Vögel? Ist das da vorne ein... Das sieht aus wie ein Gebäude. Wie so ein... Wie ein Laden oder so ein Geschäft? Wir laufen einfach mal hin. Hier ist jetzt ein bisschen dichtes Unterholz vor uns, aber wir gehen einfach mal durch. Ich meine, was soll schlimmstenfalls passieren? Oh, das ist definitiv... Definitiv irgendein Gebäude. Wo ist der Eingang? Yo, was war das? Okay, hier ist irgendeine Blutspur auf jeden Fall. Ich höre Schritte hinter mir. Okay, warte, ich guck mal, ob ich hier einen Eingang finde. Ist hier, ja, hier drüben. Okay, wir gehen rein. Ja, guck mal, die Schranke ist sogar offen. Die wussten, dass wir kommen. Perfekt. Okay, ich kann doch ein bisschen lauter reden, als ich dachte. Okay, mal sehen, ob der Vordereingang offen ist. Und was das überhaupt für ein Geschäft ist. Was ist das? Was steht oben drauf? Minimart. Ah, eben am Anfang war doch auch ein Schild. Mit Minimart. Also haben wir den jetzt hier gefunden, oder was? Sehr gut. Hier noch was zu kaufen. Oh, nee. Hier hängen nur so ein paar Leute. Hi. Okay. Und hier liegen auch ein paar... rausgeschnitten wurden und Arme und Hände. Was ist das für ein Minimart? Ist das eine Sonderedition? Also in dem Minimart, in den ich immer gehe, gibt's keine Hände. Alter, was ist das? Ach, das sind Nägel oder sowas in den Köpfen. Auf jeden Fall definitiv nicht gesund. Alter, diese Geräusche, ne? Okay, hier ist Exit. Hier ist safe ein Jumpscare hinter der Tür. Irgendwelche Mücken bei mir im Zimmer. Die fliegen mir alles vom Auge her. Das macht mich irre. Die Tür geht auf. Warte, ich höre was.
Alter, das war knapp. Aber das habe ich... Ich wusste, dass ein Jumpscare kommt. Den habe ich kommen sehen. Ich meine, hier hat ja schon irgendwas Geräusche gemacht. War klar, dass uns irgendwas anspringt. Oh, hier ist was. Also. Ich verstehe kein Wort mehr. Hä? Was ist das denn für ein Audiotape, Mann? Ja, ich habe genau gar nichts. Genau gar nichts verstanden. Gibt's hier noch andere Türen? Kann man das Rolltor öffnen? Nee, ich glaube nicht. Muss ich wieder raus? Vielleicht müssen wir um den Laden drumherum oder so. Oder gibt's hier noch irgendwas? Was sind das hier? Irgendwelche Kühlkammern oder so, so wie das aussieht. Hier ist auch ein Exit. Nach draußen. Das ist der Raum, wo wir eben waren. Okay, wir schauen uns mal hinterm Gebäude um. Hier ist auch irgendwie Licht. Da ist das Rolltor, glaube ich. Jo, was ist... Was ist das hier? Hier hat doch gerade irgendwas geleuchtet. Oder nicht? Warte, können wir hier irgendwo durch den Zaun? In den Wald? Da drüben leuchtet doch, hat doch gerade auch was geleuchtet. Wir können übrigens nicht sprinten, also ich kann nicht schneller laufen. Ich kann nicht schneller rennen. Ich kann mich nur so langsam bewegen. Okay, wo müssen wir als nächstes hin? Oder wo kann man als nächstes lang? Weil irgendwas hat eben hier drüben im Wald geleuchtet. Und dann war es weg. Ich will mal gucken, ob hier irgendwo ein Loch im Zaun ist. Aber sieht nicht so aus, ne. Okay, schlecht. Wir können also schon mal nicht da durch. Okay, aber wo können wir dann auch lang? Dem Weg hier vorne einfach weiter folgen? Bevor wir, durch die Schranke gelaufen sind? Vielleicht. Was sind das immer für komische Lichteffekte, die ich da sehe? So, irgendwas leuchtet da doch. Als würde da jemand langlaufen. Also, wir verlassen mal wieder die Bude hier. Von da, wo wir gekommen sind. Obwohl ich mir nicht sicher bin, dass das richtig ist. Aber wir schauen mal. Ob wir, wenn wir... um den Zaun drumherum gehen. Wie in den Wald hier hinten reinkommen. Da unten leuchtet doch auch was. Da hinten auch. Okay, ich glaube, hier gibt es extrem viel zu entdecken, je nachdem, welchen Weg man wählt. Ich glaube, je nachdem, wo man hinläuft, kann man unterschiedliche Sachen erleben. Dem, wo man hinläuft, kann man unterschiedliche Sachen erleben und sehen, glaube ich. Die Frage ist, wie viele verschiedene Erlebnisse gibt es hier auf dieser Map? Und wie groß ist die Karte überhaupt? Wir haben schon Flugzeugabsturz gesehen und einfach irgendeinen Laden mitten im Nirgendwo gefunden. Und jetzt laufe ich einfach mal mitten in den Wald rein und schaue, wo wir hinkommen. Ich meine, wir haben ja nur einen einzigen Auftrag. Nicht schreien. Also mache ich das einfach nicht. Da leuchtet. Das ist das, was ich eben gesehen habe. Oder? Ich habe eben sowas Ähnliches leuchten sehen im Wald.
als wir noch hinter dem Zaun waren, bei dem Geschäft. Okay, wir laufen darauf zu. Ist das das, was ich gesucht habe? Oder was ich gesehen habe? Da ist was. Ist es weg? Okay, einfach ein Cola-Automat. Einfach ein Cola-Automat. Mehr nicht. Nicht mehr, nicht weniger. Hey, ich muss mich zusammenreißen, okay? Ich darf nicht schreien. Ich muss nur noch 7 Minuten nicht schreien. Dann wird alles gut. Ich laufe jetzt einfach hier durch den Wald, okay? Einfach mal sehen, was wir so finden. Zusammengerissen. Ich wollte gerade was sagen, dass es hier echt viele random Events gibt, wenn man hier einfach rumrennt. Finde ich ultra interessant. Die müssen hier ja alle möglichen Sachen programmiert und platziert haben, dass man was zu erleben hat, während man hier on the road ist. Aber man kann ja scheinbar überall. Diese scheiß Vögel. Man kann hier ja scheinbar wirklich überall hinlaufen, wo immer man will. Da hinten ist Nebel oder so, oder was ist das? Warte mal. Moment mal. Was ist das? War das nicht? Nee, das ist eine Rettungskapsel von einem Space Shuttle oder so, oder? Hi. Da ist ein Zettel. Nee, ist kein Zettel. Oder doch? Hier steht irgendwas von Rescue, aber ich komme nicht dran. Okay, ich kann nicht mit interagieren. Aber ist ja einfach so eine Rettungskapsel von einem Space Shuttle. Okay. Ich denke, als ich hier schritte. Jetzt seht ihr, was ich meine mit random Events. Wie einfach irgendwo, irgendwas. Hey. Wie ständig irgendwelche Sachen passieren. Je nachdem, wo man langläuft. Laufen wir weiter hier lang. Gucken mal, was wir als nächstes finden. Irgendwo müssen wir hinlaufen. Keine Ahnung, ob es irgendein Ziel gibt. Also ob man auch irgendwas Krasses erreichen kann. So durchspielenmäßig. Oder ob man wirklich nur die Zeit quasi absitzen und überleben muss. Ohne zu schreien. Ich weiß es nicht. Da ist schon wieder was. Da drüben leuchtet wieder irgendwas. Da hinten. Wir laufen mal drauf zu. Sehr dichtes Gebüsch hier aber. Generell ein übel dichter Wald. Sind das wieder irgendwelche Automaten? Oder bin ich im Kreis gelaufen und bin zurück bei dem Geschäft? Oh mein Gott, ich bin im Kreis gelaufen. Halt's Maul. What? Oder ist das ein anderes Gebäude? Nee, ist ein anderes Gebäude. Oder? Nee, das ist der Laden. Ist das ein anderer Laden oder bin ich im Kreis gelaufen? Aber die Tür hier ist zu, die war eben offen. Durch
die Tür sind wir eben raus. Aber hier hängen immer die Leute einfach nur rum. Hallo? Geht's euch gut? Ey, wir sind mega im Kreis gerannt. Hey, man kann doch nicht so heftig im Kreis laufen, oder? Kann man so heftig... Ruhe. Hey, wie kann man denn so bodenlos im Kreis laufen? Da hinten leuchtet schon wieder irgendwas rot. Ah, das ist der Automat, wo wir eben waren. Ich gehe nicht nochmal in die Richtung. Ich gehe jetzt einfach hier in den Wald rein. Was soll schon passieren? Vielleicht. Was ist das? Da leuchtet wieder irgendwas? Das ist neu. Vielleicht hat das Spiel mich auch einfach im Kreis gelost. Kann ja sein, dass das Spiel mich zwischendurch mit der... Ja, ich hab Gänsehaut. Zwischendurch. Oh. Geh weg. Ey, was soll das denn? Okay, ja, okay, aber kann man als Schrei durchgehen lassen von mir aus, Junge. Wir können ja auch einfach mal gucken. Hier geht's ja irgendwie Richtung Farm. Wir sind Richtung Minimart gelaufen. Was steht da oben? Cemetery. Friedhof. Wir gehen mal Richtung Farm. Farm ist in die Richtung. Ich denke, es macht definitiv Sinn, diesen Wegweisern zu folgen, um einfach mal zu schauen, wo man hier sonst noch so hinkommt. Scheinbar gibt es ja mehrere oder viele Locations hier in dem Game. Oh, warte mal. Oh, man wird doch ein bisschen schneller, wenn man auf Sprinten drückt. Okay. Dann sprinten wir mal eine Runde. Ist das da drüben schon ein Gebäude? Nee, es ist Erde. Ich habe gerade Erde für ein Gebäude gehalten. Das kann schon mal passieren. Okay. Aber ich muss echt aufpassen, dass ich nicht anfange so in meiner Energie zu laut zu... reden. Hallo? Warum ist der Kopf zensiert? Hä? Was soll das denn? Ihr habt es eben gesehen. Ein kleines bisschen zu laut reagiert auf das Vieh, was da ankam. Und schon wurde das tatsächlich als Schrei gewertet. Ich meine, ich habe auch reagiert. So ist es ja nicht. Also kann man das schon durchgehen lassen. Da muss ich echt aufpassen, dass ich nicht anfange, einfach so zu laut zu reden. Weil ihr merkt ja, ich rede definitiv leiser, als ich das sonst tue. Oder ein bisschen vorsichtiger. Ist das alles Blut? Oh. What? Haben die irgendwas aufgezeichnet mit Blut? Hier liegt jemand tot. Tot. Oh, hier hängen auch wieder Leute. Nee. Hier hängen überall Leute. Hier liegen überall Leute. Und ich muss... Was ist das? Das... Okay, ich habe den Astronauten gefunden. Wir haben ja eben die Weltraumkapsel gefunden. Oder die Rettungskapsel, besser gesagt. Und jetzt haben wir auch den Astronauten, der dazugehört, gefunden. Hier ist eine Kuh ohne Kopf, wo irgendwer ein Stück rausgebissen hat. Perfekt. Das ist ja super hier. Irgendwelche Kultisten-Symbole da oben. Was jetzt? Hallo? Oh. Okay. Da hinten leuchtet irgendwas und hier steht irgendwas. Was ist das für eine verdammte Sirene? Oh. Hier sind noch mehr Gebäude, die zur Farm gehören, oder? Nehme ich jeden
jedenfalls mal an. Okay, hallo? Können wir das Gebäude betreten? Schauen wir nicht durch den Haupteingang. Schauen wir mal. Gibt bestimmt noch eine andere Tür. Wenn man hier ein bisschen sucht. Da hinten waren wieder Lichter im Wald. Gibt's hier. Was leuchtet da? Oh, ich glaube, da brennt was, oder? Okay, ich glaube, man kann nicht in das Gebäude hier rein, oder? Oh. Hallo? Hey. Ich sehe nichts. Ich dachte, wenn das Licht jetzt wieder angeht, steht da irgendwas, aber war zum Glück nicht so. Ich glaube, da hätte ich safe geschrien, Alter. Hier hinten leuchtet irgendwas groß, grell und orange oder so. Ist das ein Pfeil schon wieder? Ruhe, hört auf zu flüstern, wer flüstert, lügt. Schon wieder so ein Pfeil, dem man folgen soll. Ich gehe fest davon aus, dass es irgendein Secret hier gibt, was man finden kann. Garantiert. Was ist das? Das sind aber keine Menschen, oder? Oder sind das Menschen? Hundertprozentig gibt es irgendein Secret, was man hier finden kann. Also irgendeine Story, die man auch ergründen kann. Bin ich fest überzeugt von. Hier steht ein alter Ackerpflug mitten im Wald. Ist das ein Ackerpflug? Nee. Das ist kein Ackerpflug. Hä, wieso sah das gerade so aus wie ein Ackerpflug? Okay, keine Ahnung, was genau das ist. Aber ich dachte eben kurz, irgendwie aus einem bestimmten Winkel sah es aus wie ein Ackerpflug. Okay. Geistige Verwirrung hat gekickt. Ich kann schon nicht mehr richtig sehen. Keine Ahnung, wo dieser Pfeil uns hingeschickt hat. Ich meine, da war kein zweiter Pfeil. Da hinten leuchtet was grün. Da war kein zweiter Pfeil, wir sind einfach irgendwo hingelaufen. Warte mal, da leuchtet gar nichts. Gibt's hier auch Irrlichter? Irrlichter, die einen einfach ultra verwirren sollen? Oder so? Kann das sein? Hier fliegt schon wieder so eine Mücke rum. Die Viecher machen mich fertig, ey. Okay, wir laufen als tiefer in den Wald. Vögel, Raben, die hier chillen und immer darauf warten, um mich zu erschrecken. Oh, guck mal, wir sind wieder hier. Wir sind wieder hier bei der Rettungskapsel. Okay, warte, dann laufen wir einfach in die Richtung hier. Wir laufen einfach jetzt hier geradeaus. Let's go. Schauen wir, was passiert. Schauen wir mal, wo es uns hinbringt. Und gleich kommen wir wieder bei dem komischen Geschäft raus. Ich glaube, dann drehe ich durch. Aber vielleicht müssen wir auch in dem Geschäft irgendwas machen noch. Vielleicht führt uns alles dahin. Hm. Junge, wehe, jemand fasst mich an hier im Wald. Ich werde euch anzeigen. Was ist das? Das ist neu. Das ist extrem hell. Ist eine Taschenlampe, oder? Uns hat einfach... Taschenlampe. Hier stand jemand. Okay, aber falls wir jetzt
wieder random bei dem Geschäft landen, dann müssen wir da drin garantiert irgendwas noch machen. Dann fehlt noch irgendwas. Falls uns jetzt alles wieder dahin führt, heißt das. Weil ich laufe einfach irgendwo hin. Irgendwo. Wenn ich es schaffe, wieder das Geschäft zu finden, dann führt... Dann führt das Spiel uns zum Geschäft. Hallo. Guten Tag. Oh, ich dachte, es kommt ein Jumpscare, aber kam keiner. Okay. Ich habe safe erwartet, dass uns jetzt irgendwas anspringt. Aber ist nicht passiert. Okay. Ja, schreit ihr ruhig. Solange ich nicht schreie, ist das okay. Ist schon wieder so eine Frau? Grüßt euch, moin. Ist mir alles egal, ich laufe einfach nur. Ich laufe einfach nur und hoffe, dass ich nicht schon wieder beim Minimart lande. Ich will da nicht wieder hin. Junge, was war das für ein Knurren? Das klang ja mega creepy. Schreit ein Baby. Das ignorieren wir. Laufen hier geradeaus hoch einfach. Nö, es gibt gar keine Geister. Die sind ausgedacht. Hier ist sonst niemand im Wald. Nur wir sind's. Nur... War da jemand? Ich hab's nicht richtig erkannt, aber ich glaube, da war jemand. So. Halt dich mal bedeckt ein bisschen. Ist ja furchtbar. Die Zuschauer kriegen noch Angst. Okay, hier geht's ultra bergab. Da schreit wieder jemand. Ein paar lustige Raben. Ey, hör mal auf zu flackern, bitte. Was ist denn mit dem Licht los? Alter. Oh Mann, ey. Schon wieder. So eine räudigen Jumpscares, die hier kommen. Okay, Freunde, wenn ihr mehr von dem Game sehen wollt, lasst einen dicken Daumen nach oben und ein Abo da. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es irgendwas hier gibt, was man entdecken kann. Ich weiß noch nicht was, aber ich glaube, es gibt irgendwelche Secrets, die sich in diesem Wald verstecken. Gerne Daumen nach oben, Channel abonnieren, dann sehen wir uns im nächsten Part.